Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Damals schon den ersten Besucher, hallo und tschüss. So, ich habe mir mal wieder ein bisschen die Kommentare durchgelesen und ja, ich gebe es dazu, ich bin ein Vollbob im Bereich des Bedrocks und so weiter. Ihr habt mich aufdrücklich hingewiesen. Du bist doch total kacke. Genau wie dieser Zombie hier. Von euch kam ja, ich sollte mir kein Bedrock Pickaxe und Schwert machen. Ist jetzt zu spät, kann man nichts dran machen. Meine Güte. Ich kenne mich halt mit Bedrock, generell mit den Bedrock Sachen nicht so aus. Ich weiß nur, dass ich Bedrock Pickaxe Spawner bauen kann. Und da ich keinen wirklichen Bock habe, später mit der Portal Gun die ganzen Spawner zu holen und so weiter. Wollte jetzt genau, ja. Ich wollte das einfach per Pickaxe machen. Ist für mich irgendwie einfacher, finde ich. So, hier hat es mittlerweile ein bisschen Ethanol angestaut. Ja, jetzt fehlt hier eigentlich wirklich nur noch das Wasser. Ich würde sagen, das machen wir doch mal. Redstone war ich sogar auch nochmal nachfarmen. Und ich habe einiges gefarmt. Habe ich teilweise größtenteils auch schon verarbeitet. Halt wirklich Konzentration auf Redstone. Ich habe einen größten anderen Teil liegen lassen. Habe ich dann hier nochmal drei Gasoline-Engines angeschlossen und die Chef-Junk-Engines gemacht. Die leiten einfach hier die Energie von hier, hier und hier, da weiter. Ich dachte eigentlich, es würde die Geschwindigkeit erhöhen, weil ja dann mehr, auch irgendwie mehr Speed reinkommen würde, aber naja. So, habe ich jetzt hier wie gesagt ein bisschen Redstone. Wir zu Redstone Flakes jeweils und die können wir dann braten und wir bekommen 4 Redstone. So, ich muss aber mal schauen, ich würde nämlich gerne mal, ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich, das ist eine gute Frage. Ah ja, ich wollte jetzt eigentlich mal weitermachen mit der Farm da unten und endlich mal den Wasseranschluss fertig kriegen. Und zwar brauchen wir dafür 3 Aquen. Ich weiß gar nicht, ob das Mehrzahl ist, ich glaube es. Wir brauchen dafür mal 3 Machine Frames, das sollte ja kein Problem sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir brauchen 3 Pneumatic Servos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 3 Eimer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, wir bräuchten dann nochmal 3 Redstone insgesamt. Das haben wir ja so gerade noch da. Das ist ja sehr schön. 3 Gold, das wird auch scheiße knapp. Haben wir kein Glas mehr? Ach, hier ist noch drin. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Machen wir mal das, was soweit geht. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Hier wird 4. Ach, ich bin heute Morgen so wunderbar verpeilt. Ja, ich habe jetzt gestern Abend die ganze Zeit noch Videos gerendert. War noch hochgeladen und alles. Also, ich bin so ein bisschen fertig. Kommt da gerade was an? Oder wird das schon wieder weggeworfen? Ach, ich hab... Och, meine Güte. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Was hat er jetzt hier? Limestone, Erde, Kobbel, Knobelkobbel, Kalzit. Ja. Gut, gehen wir nochmal zurück. Das darf da jetzt nicht wahr sein. Meine Güte. Dankeschön. Danke. Okay, ich mache dann jetzt erstmal mein Inventar wieder ein bisschen was leer. Muss die Energie da unten halt noch einen Moment warten. Und zwar
damit die Query weiterläuft, machen wir uns dann heute mal etwas ganz Besonderes. Und zwar mit den Barrels kann ich bei Cobblestone und Erde und so weiter nicht lange da bleiben. Das kannst du vergessen. Deswegen machen wir uns heute einmal eine Deep Storage Unit. Wir brauchen dafür einen Tesseract Frame, 4 Reinforced Storage Boxes und 4 Plastic Sheets. Und die Musik kommt wieder echt so krass laut vor. Ich kann die aber auch echt nicht leiser machen. Ich muss mal gucken, dass ich einen anderen Player irgendwie finde. Kennt ihr irgendeinen guten Player, womit ich die Musik so angemessen machen kann? Ich will die einfach nur so leicht im Hintergrund dudeln haben, aber die kommen mir einfach so krass laut vor. Auf jeden Fall, Reinforced Strong Boxen. Wir brauchen dafür 4 Chests. Das sollten wir so gerade nochmal hinkriegen. 1, 2, 3, 4. Ja, tun wir das mal gerade weg. Wisst ihr, was mir auch gerade auffällt? Das sollte, glaube ich, heute die Folge vor Weihnachten sein. Das ist ja gut, dass mir das mal aufgefallen ist. So, jetzt haben wir hier Strongboxen. Dann brauchen wir noch Ingwer. Hier, da bräuchten wir noch ein bisschen mehr von. Ich glaube, das dürfte dann sogar schon reichen. In die Induktionsschmelze. So, haben wir das auch schon. Dann einmal so. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Das kann wieder weg. Jetzt bräuchten wir nur noch Reinforced Strongboxen. Und dafür brauchen wir hardenes Glas. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier Obsidian und Lead, schmeißen das in den Pulverizer und geben das mal nicht nach links aus, sondern mal nach rechts. Und decke ich das dann von da. Und das sollte dann, ja, jawohl. Machen wir mal so ein bisschen was auf Vorrat, kann ja nicht schaden. Und da bekommen wir dann auch schon das erste hardenes. Wer kennt es? Schreibt mal in die Kommentare. Sollte wohl mindestens einer kennen. Und wenn nicht, dann peitscht ihr euch bitte zu Hause aus oder sowas. Nein. So. Muss ich halt ein bisschen warten. Wir könnten aber währenddessen schon mal den Tesseract Frame machen. Und da brauchen wir Enderium für. Das heißt, wir müssen Enderperlen aufschmelzen. Gut. Das könnte knapp werden. Das könnte verdammt knapp werden. Da müssen wir vielleicht im Notfall sogar nochmal Enderperlen nachfarmen. Oder seien die weg, dann hätten wir sogar... Ich weiß auch gar nicht, warum ich die eine noch nicht angepflanzt habe. Blöd ist halt wirklich bei mir, es ist einfach eine Singleplayer-Welt. Ich kann das nicht so offscreen laufen lassen. Ich würde das echt gerne mal so offscreen laufen lassen und dann keine Sorgen machen. Ja, komm, das reicht an Obsidian. Gut, das LED oder Lead oder wie auch immer kann zurück. Machen wir jetzt erstmal die Strongboxen mit dem Hardened Glass. Und voilà. Wer nicht weiß, was das Strongbox ist, die kannst du einfach hinsetzen und das ist eine Truhe. Die kannst du halt einfach erweitern. Kannst du dann einfach so abbauen. Und die behält das Inventar. Vielleicht mal zeige. Da sind jetzt Fackeln drin. Und da wird jetzt auch angezeigt, da sind 31 Fackeln drin. Relativ gut zum Farmen, finde ich. So, auf jeden Fall, wir brauchen ein Shiny Ingot, den haben wir gerade noch so. Wir bräuchten dann für das Enderium, 3 Zinderst. Das wird alles schon mal pulverized, das ist echt krass, dass wir so gut wie gar nichts mehr an Shiny Ingots haben. Alter Finne, hätte ich nicht gedacht, dass wir so wenig
Ressourcen noch haben. Und ich habe so ein ungutes Gefühl, dass wir mit den Enderperlen jetzt echt auf Notstrom fließen. Ja, das haben wir ja zum Glück noch etwas. Ja, mit dem versprochenen Special ist leider nichts draus geworden. Tut mir auch furchtbar leid. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich per, wie heißt es? Ach, hier, komm schon. Mann. Ja, jetzt fehlen mir nur noch die richtigen Worte. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich wisst, worum es geht, aber es nicht ausdrücken könnt? Das hab ich gerade. Och, das ist doch jetzt nicht wahr. Meine Güte. Ich wollte ein Special per Christmas Craft machen. Meine Güte, warum so schwierig? Hatte mir den Mod gedownloadet. Wollte mir das eigentlich auch hier drauf installieren nochmal. Um dann einfach so ein bisschen hier so ein kleines Video zu dekorieren. Ja, ist halt nichts draus geworden. Finde ich aber jetzt echt scheiße. Kann man eigentlich nur so sagen, aber naja. So, jetzt ist es auf jeden Fall Nacht. Jetzt suchen wir jetzt mal ein paar Endermen. So ein paar Enderperlen auf Vorrat wären echt nicht schlecht. Hallo Andys, hallo, wo seid ihr? Huhu. Ja, da haben wir schon mal einen Creeper, juhu. Schaf haben wir jetzt genüge. Sonst sind sie doch immer zu häufig hier. Und jetzt? Jetzt haben wir sie braucht. Ja, komm hier, hi. Alter, das Schwert ist einfach nur krass stark. So, da ist doch schon einer. Sehr schön. Komm zu Papa. Ah, müssen wir das mal kurz eliminieren. Im Ernst? Im Ernst? Das Schwert hat Looting 5 und es ist... Looting 5 und keine einzige Perle. Boah, das darf echt nicht wahr sein. So ein Glück hat aber auch nur der liebe Deutsch, ne? Sonst noch irgendwas hier. Hallo, alter Knabe. Boah, das darf nicht wahr sein. Ist das einfach unglaublich, wie alles bei mir von den Enderperlen abhängt momentan. Oh, ich hab den Lavasee, wusste ich gar nicht. Oder ich habe es wieder vergessen. Ja, das tut mir jetzt natürlich für euch leid, dass ich jetzt nicht so wirklich weitermachen kann, aber... Ich brauche halt wirklich Enderperlen. Ich meine, ohne Enderperlen können wir die Kirby momentan nicht weiterlaufen lassen. Weil ihr seht ja selbst, es ploppt einfach alles raus. Ja, komm her. Glaubst du nicht mehr, dass dein Rüstung nicht auffällt? Alter, das darf nicht wahr sein.
Boah, wenn noch einmal Zombies. Ja, Zombies so viel wie Zombies kommen würden. Enderman so viele kommen würden wie Zombies. Boah. Kein Kommentar. Hä? Und am besten finde ich jetzt noch einen Element und gehe dann drauf. Gott, ey. Ich habe ja jetzt auch schon das neue Projekt angefangen. Und wie gefällt euch das soweit? Also es müsste jetzt eigentlich schon die ersten beiden Folgen draußen sein. Ja, Deponia 1. Hier ist ein NPC drauf. Ich meine, ich kenne natürlich meine Map perfekt, ne? Aber ist im Ernst, hier ist ein NPC drauf? Boah, da sind sie doch. Wollen wir den ersten mal kurz ran? Jop. Holen wir den ersten ran. Puh, das darf nicht wahr sein. Ich merke schon, das ist heute meine Aufnahme. Komm, nehmen wir mal ein bisschen Protection. Das Blumenband können wir kurz hier reinstopfen. Ich weiß immer noch nicht, was die Warding Boots machen, aber okay. Machen wir nochmal neue Schuhe. Damit wir ein bisschen Protection haben. Und ich will jetzt die Enderperlen haben. Koste es, was es wolle. Vorher beende ich diese Aufnahme. Nein, fuck you. Boah, zum Glück merkt man gerade gar nicht, dass ich ein bisschen angepisst bin. Verdammt. Nein, keine Zeit. Nein, für euch auch nicht. Okay, weil die sind Anstieg da. Also wir müssen eigentlich nur noch zu einem NPC drauf. Da waren zwei Endermen. Gott, näht mir das gerade auf die Nerven. War ich echt überrascht, dass er auf einmal von der Damage rausgehauen hat. Nein, nein, nicht Tag werden, nein. Erst brauche ich die Enderperlen. Böse Welt, böse Sonne, leg dich schlafen. Verdammt, verdammt, verdammt. Da, 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 da. Da ist das NPC drauf und dann müssten hier die Endermans gewesen sein. Ja, gewesen sein. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ja, kannst jetzt vergessen, die sind weg. Jetzt werde ich aber auch hier noch einmal schön, dass wir einen PC drauf haben. Ist hier irgendwas Schönes drin? Obsidian. Nichts von Wert. Kann man mit dem irgendwo Schönes tauschen? Stack. Das darf doch nicht wahr sein. Komm, nehmen wir uns wenigstens noch die Bücher mit. Ah, lol.
Bücher kann man bekanntlich immer gebrauchen. Boah, das darf echt nicht wahr sein. Da dreh ich mich jetzt aber auch echt heute auf. Eben der Enderman gibt erstmal keine Enderperlen. Dann habe ich einen gefunden, sogar zwei. Der ist halt mir instant auf die Fresse. Oh, für ein paar Glück kann man noch vielleicht einen am Rückweg, aber. Ach, ist das Kaka. Das ist so richtig Kaka. Oh mein Gott, oh. Der Stein, das ist böse, ich durchfall. Muss ich halt da nochmal auf die Nacht warten und Enderperlen nachfahren. Kann ich nichts machen. Ich glaube, die Folge jetzt auch zu lang wird, dann rendere ich die in zwei Teile. Es kann sein, dass ich schon die zweite Folge erreicht habe, bin ich mir gar nicht sicher. Hier ist ein Riss. Alter, kenne ich meine Map gut, das ist echt krass. Motivation oder so ähnlich. Ja, komm, hol mir mal die Flakes da noch raus. Aber nicht genug Platz. Redstone ist immer noch nicht rein. Verdammt. Na. Hatte meine Maus einen kleinen Aussetzer. Ach ja, da ist ja noch die Insel. Ja, ich will jetzt mal kurz aufräumen. Ich beende dann wirklich mal die Aufnahme hier. Bringt mir ja gerade nichts, wenn ich noch weiter blöd rumsitze. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit Enderperlen. Bis dahin, tschüss.